Hi Freunde und herzlich willkommen, hier war Archie Gaming, Flo wieder am Start, heute mit einem SBC-Call des Samstags kurz nach 19 Uhr und wir haben heute die 83x10er Upgrade SBC draußen, zweimal wiederholbar innerhalb von einem Tag und natürlich die tägliche Dynastie-Challenge wieder mal mit einem Megapack. Außerdem startet Justin Kluivert, die Spieler-SBC und ihr hört es, ich habe Schluck auf, sorry erstmal grundsätzlich dafür, aber wir gehen trotzdem rein in die Aufnahme. Adventskalender-Upgrade natürlich auch wieder am Start, das nächste Türchen, ich glaube Türchen Nummer 9 am Start, alles gemacht. Wir gehen rein in die Ziele, wir haben eine neue Evolution-Geschichte am Start, wir gehen rein in den Store und gucken uns alles rund um das an, gehen mehrere 83x10er Packs, ich würde sagen Abfahrt und let's go. Bevor es losgeht, nehmt euch gerne kurz eine Sekunde Zeit, Daumen nach oben da lassen. Dankeschön dafür euren Support, gerne auch kostenlos einmal ein Abo da lassen und auch gerne für den Algorithmus einen Kommentar hinterlassen. Dankeschön für euren Support und let's go ins Video. Ja, und damit starten wir auf ganz entspannter Basis erstmal mit der Adventskalender-Upgrade SBC. Wie ihr es kennt, natürlich einmal einfach ein Bronzespieler abgeben, dafür bekommen wir dann ein 75-Plus-Pack und Adventskalender-Upgrade damit einmal abgeschlossen. Dann die tägliche Dynastie-Challenge, wieder ein Megapack. Ja, das gibt's jetzt daily, Freunde. Refresht sich einmal am Tag und eben 5 Tage noch verfügbar. Jedes Mal jetzt ein Megapack am Start und das ist natürlich absolut wild. Ich habe es gestern schon gesagt, abgeben. Wir gehen heute ab und zwar wieder, gehen wir in einem Hauptliga rein. In diesem Fall gehen wir in die französische erste Liga der Frauen. Wichtig, wie gesagt, hier mindestens 9 Seltene zu haben, ja, und 29 Teamchemie zu erreichen. Wir haben keine Rating-Vorgabe in dem Sinne. Boah, es ist so ätzend, ohne Witz, Freunde, mit Schlucker aufzunehmen. Ich hatte es jetzt so oft schon. Immer kurz vor der Aufnahme geht man da rein, einfach bodenlos. Bodenlos aber nicht ist folgende SBC, die heute rausgekommen worden ist, und zwar die 83x10er Upgrade SBC. Sie kommt komplett aus dem Nichts. Sie ist am Start, Freunde. Und sie ist unfassbar günstig. Sie ist unfassbar günstig. Und wir fragen uns alle, warum ist sie so günstig? Einfach nur geisteskrank. Einfach nur geisteskrank, wirklich. Also, zweimal wiederholbar innerhalb eines Tages und 5 Tage da. Und das muss ich euch einfach direkt zeigen. Wir müssen ein Team of the Week abgeben. Mindestens. Natürlich auch nur ein. Und 83er Greater Squad. Das ist alles, was wir abgeben müssen. Finde ich natürlich extrem nice. Wir geben in dem Fall hier 10 83er ab, 2 82er. Und ja, insofern nehmt auf jeden Fall Coins mit, falls ihr noch einige Team of the Weeks habt. Falls ihr da in das Invest gegangen seid sozusagen. Aber das wollen wir natürlich gleich einmal testen. Hier auf der Road to Glory. Und dann, wie gesagt, gleich auch noch in mehrere Community-Packs reingehen. Als Spieler-SBC für 2 Wochen ist heute Kluivert am Start. Und Kluivert kommt mit 93 Tempo um die Ecke. 83 Schuss, 81 Passen, 89 Dribbling, 47 Def und 75 Physis. Ja, und was soll ich sagen, Freunde? Er ist 2 Wochen da, also lange genug Zeit auf jeden Fall. Forster, ein Win. Dann in der Premier League natürlich unterwegs, auch sehr, sehr nice. Kann links wie rechts natürlich spielen. Holland Link da eben zu seinem Vater hin. Natürlich jetzt eben der Sohn am Start. Morgen wird wahrscheinlich, wie gesagt, ein Mini-Release nochmal kommen als Edition. Und hier aber vor allen Dingen was herausragt. 97 Beweglichkeit, 92 Balance. Wir haben natürlich das Tempo, worüber Kluivert halt kommt. Deadeye, sehr wahrscheinlich, dass man da mit dem Deadeye geht. 80 Ruhe, nicht so nice. Und dann haben wir 3 Spielstile. Einmal die Raserei, ist klar. Flair Plus und Trivella einmal am Start. Ja, die Frage, was müssen wir abgeben? Wir müssen abgeben und zwar ein 83er Guardian Squad zum einen und zum anderen ein 84er mit Team of the Week. Meine Güte. 84er mit Team of the Week und einem 83er. Team of the Week war auch wieder klar, dass da natürlich wieder einer dabei ist. Ich meine, wir kennen es nicht anders, ja. Und insofern hat sich da eigentlich grundsätzlich nichts verändert. Grundsätzlich aber das auf jeden Fall, sag ich mal, sozusagen die 2 neuen SBCs für heute und die 83x10er SBC, die wirkt auf jeden Fall sehr sympathisch, meiner Meinung nach. Dann gehen wir rein in die Ziele, bevor wir gleich weitermachen mit der Evolution-Geschichte. Und zwar haben wir, ja, es ist wieder soweit, ich glaub, jetzt die 3. Woche, die ansteht, logischerweise, denn wir haben FC Pro Season 3 am Start, ja. Es geht nämlich mal Montag wieder los, am 11. Dezember ist es soweit, da ist Spieltag Nummer 3 und dann auch fortführend natürlich Spieltag Nummer 4 am Start. Und dafür müsst ihr Folgendes machen, euch erstmal verbinden, jeweils euer EA-Konto mit Twitch. Dazu haben wir auch Videos hier auf dem Channel, werde ich euch auf dem E-Mail einblenden oder nachher der Endcard. Hier heißt es wieder 15 Minuten verfolgen, das Event, was dann am 11. Dezember halt wie gesagt am Start ist. Einmal 15 Minuten, einmal 60 Minuten und dann am 18. Dezember ist Spieltag Nummer 4, also eine Woche später.
auch hier wieder 15 Minuten verfolgen und 60 Minuten lang verfolgen für eben Pack Rewards, Schrägstrich EP Rewards und der Gruppen Reward dann ein 83x5er-Pack. Wenn ihr das also mitnehmen wollt, Freunde der Sonne, dann wie gesagt, connectet euer Yay-Konto mit eurem Twitch-Konto. Das haben wir ein separates Video hier auf dem Channel und auch, wie man die Rewards dann abholt, jeweils bei Twitch. Genau, dazu Videos hier auf dem Channel für die Leute, die neu sein sollten. So, und jetzt haben wir, ja, ich sag mal, ich will nicht sagen, was Neues am Start, aber Ultimate Dynasty Tagesaufgabe. Ich habe so viele Fragen heute im Livestream-Chat bekommen, als ich heute Mittag gestreamt habe bei Twitch um 12. Ich habe eben schon wieder so viele Fragen bekommen zu Maldini. Freunde der Sonne, wir haben eine Daily Refreshed Geschichte hier am Start, die einmal wiederholbar ist am Tag. Aber ihr seht es hier, wir haben hier einmal eine Loan-Geschichte, ja? Also, spiele eine Partie, um Ultimate Dynasty-Icon Paolo Maldini als zwei Spiele Laie zu bekommen. Ihr müsst ein Game zocken, dann bekommt ihr dieses Pack und Maldini, ja, und zwar eben als zwei Spiele Loan. Als zwei Spiele Loan. Er ist jetzt, wie ihr hier gerade bei mir auch sehen könnt, abgelaufen, der Maldini bei mir. Ja, er hat null Games gerade zur Verfügung. Und deshalb kann ich den jetzt wieder aufladen. Das heißt, ihr könnt euch den daily aufladen. Ich habe den heute schon benutzt für eben diese Aufgabe. Und da habe ich 2 von 3. Wenn ich das dritte Game spiele, wo ich eben treffe, ja, während ich mal die eben in der Startelf habe, dann hole ich mir den Sohn und dann kann ich die anderen Aufgaben mit Sohn und eben dann auch mit Maldini der Lohngeschichte eben nach und nach abschließen. Es ist aber nicht vonnöten, Maldini, die Icon, euch auf dem Transfermarkt zu kaufen. Wichtig zu erwähnen, das glauben viele. Nein, ihr braucht Maldini, Paolo Maldini nicht auf dem Transfermarkt kaufen. Dafür ist eben diese Ultimate Dynasty Tagesaufgabe am Start. Ja, und 82x2er-Pack ist dann noch der Gruppenreward. Und das auf jeden Fall neu in den Zielen. Meine Güte, ey. Schluck auf absolut bodenlos, Friends. Dann passend zur Aufnahme. Besser hätte es nicht kommen können. Also, wir hatten fest Season 3 und neu refreshed. Wichtig für den ein oder anderen, die Maldini Aufgabe. So, neu auch am Start nach gestern der neuen Evolution-Geschichte. Dazu ist heute Mittag schon ein Bonus-Video online gegangen, heute um 13 Uhr. Und zwar eine neue Evolution-Geschichte. Nicht in den Zielen. Mein Gott, ich habe doch auf Evolution geklickt, oder nicht? Also, Evolution ist am Start. Und zwar haben wir jetzt eine neue Evolution-Geschichte, die Geld kostet. Und die hört auf den Namen. Ah, das scheint die hier zu sein. Ja. Tatsache. Und zwar Upgrade seltener Verteidigungsprofis. So, jetzt wird es interessant. 150.000 Münzen will EA von uns dafür. Oder 750 FC-Points. Verwandle ein seltenes Basis-Item. Ein seltenes Basis-Item. Ja. Mit einer hohen defensiven Arbeitsrate und dem Spielstil plus Abfang in einen neuen Star deiner Mannschaft. So, jetzt interessant, Freunde. Diese Karte darf maximal 87er Gesamtrating haben. Meine Güte, maximal 83 Tempo, mindestens 61 Def, maximal 85er Def und die Seltenheit selten, wichtig, ja, und maximal 0 Spielstile als Playstyle Plus. Und dann bekommt diese Karte bei Level 1 3 Passspiel und plus 1 auf Dribbling, Def und Physis, aber ganz, ganz wichtig, Arbeitsrate, die Defensive wird auf hoch gepusht. Und dann bekommen wir den Spielstil plus Abfang, eben bei Level 2, plus 3 Tempo, plus 2 auf Dribbling, plus 3 auf Def und plus 3 auf die Physis. Also, quasi hier eine Bezahl-Evolution, die wir quasi nehmen können. Wir können jetzt mal bei mir in den Verein direkt gehen. Und da wird natürlich erstmal direkt vorgeschlagen, ein João Cancelo. Ich denke, dass auf jeden Fall einer von den Top-Tier-Leuten mit dabei ist. Auch beispielsweise natürlich dann Alaba, der sich upgraden kann. Also einige gute Karten mit dabei. Ihr seht jetzt hier ein Beispiel von Sonnet. Ein plus 2 Overall-Upgrade dann am Start. Und das auf jeden Fall eine neue Evolution-Geschichte. Wenn wir vielleicht, wenn ihr Bock haben solltet, morgen ein separates Video zu der Evo-Geschichte machen. Oder vielleicht am Montag dann noch, je nachdem. Ich bin am Überlegen, je nachdem, machen wir vielleicht morgen liegen SPC-Grind, vielleicht Prospect-Methode als Mittagvideo oder vielleicht die Evo-Geschichte. Ich überlege es mir noch. Morgen Mittag, spätestens um 13 Uhr, werdet ihr hier das Video auf jeden Fall auf dem Channel haben und dann werdet ihr wissen, welches es ist. Morgen auf jeden Fall wieder Doppel-Upload, genauso wie heute. Und dann hoffentlich ohne Schluck auf. So, jetzt aber. Und zwar zum Store. Ab zum Pack
So, oder zu den Packs. Erstmal mit dem Megapack reingestartet. Ist ja tradable. Es ist einfach traumhaft. Jeden Tag jetzt ein Megapack für uns. Das ist einfach wirklich. Oh, ist das? Warte mal. Ja, doch. Christensen. Okay. Ich kann gerade nicht weiterklicken. Perfekt. Hallo? Hallo? Konsole? Ist irgendwas hängen geblieben? Ich kann gerade, ohne Witz, ich kann nicht überspringen, Friends. So, keine Ahnung, was da los war, Freunde. Es ist sehr, sehr weird. Der Controller ist gerade sogar am Laden. Na gut, und das Game konnte ich auch gerade wunderbar neu starten. Zwei Shadows, die sehen wir gerne. Und da ist dann jetzt auch Christensen am Start mit zwei weiteren. Und damit gehen wir dann jetzt zum 75-Plus-Pack aus der Adventskalender-Geschichte. Da haben wir erst wieder bei Türchen Nummer 10 ein Reward. Also da nicht wundern, dass da quasi kein Türchen-Reward ist. Der ist sozusagen heute nicht mit dabei. Ja. Kastil, jetzt müssen wir leider discarden. Und dann haben wir, come on, ey, das 83-10er-Pack. Let's go! Mach weiter wie gestern. Brasil, rechter Flügel, wait, what? Oh. Das hätte besser kommen können. Ne, Megapack schon, Barcelona. Oh! Okay, ich nehme alles zurück. Das ist natürlich der Win jetzt. Das ist natürlich der Win der ganzen Geschichte. Weil wir können ja quasi jetzt mit dem Duplikaten, schrägstrich vor allen Dingen aber mit dem Team of the Week, wieder in 1 gehen. Und ich sag mal so, das werden wir jetzt machen. So, Freunde, das ist der nächste, oder das nächste 83x10er Pack ready, die nächste SBC. Und das ist wirklich ja. Das ist quasi das Traumpack, wenn schon nichts Gutes drin ist, dann Team of the Week, dass man es quasi nochmal machen kann. Das wäre auf jeden Fall jetzt auch gerne mitzunehmen. Pack Nummer 2 vom 83x10er. Ah, wir müssen erstmal die ganzen Duplikate, die wir jetzt genutzt haben, wieder reinpacken in den Verein, ist doch klar. Jetzt aber bitte, ey. Mach den Gönnermodus wieder an. Es wird Holland? Wait, what? Ah, klar, De Jong. Ich habe ihn wieder komplett vergessen. De Jong ist am Start. Oh, bitte lass wieder Team of the Week hinten drin sein. Wenn es schon keine Special-Karte ist. Es wird. Okay, es werden ein paar mehr. 85, 84, okay. Ratingmäßig ist es was mehr. Kein Team of the Week, schade. Aber gut, mit dem Rest werden wir gleich arbeiten. Versuch war es wert. Zweimal pro Tag kann man reingehen. Lasst mich gerne wissen, was hat ihr in eurem 83x10er-Pack. Wir gehen gleich rein in mehrere aus der Community. Vorher will ich euch aber mitnehmen und zwar noch zu Footbin. Da schauen wir uns, welche. Dann einmal das Clawford-Upgrade an. Wir gehen auf den SBC-Überblick und der lässt sich, wie gesagt, sehr gut sehen, meiner Meinung nach. Also hier Megapack, natürlich refreshed. Ja. Dann Justin Clawford, kommt jetzt hier nicht so gut an. Oh, die 83x10er, Freunde, ganz ehrlich. 83er Greatest Squad. Mit dem Team of the Week hätte ich nie im Leben gedacht, dass die kommt, die SBC. Und zweitens, dass sie überhaupt so günstig ist. So, 45.000 Münzen haben wir bei Kloiwert. Und wie sieht die Karte denn aus? Forster, Kloiwert mit einem saftigen Upgrade. Schuss plus 10, Passen plus 10, Dribbling plus 10. Ganz ehrlich. Also damit kann man schon arbeiten. Wir haben die 77er Kloiwert-Karte, die schon bei Forster war. Ich meine, was haben sie erwartet, ja? Dass er jetzt irgendwie 5-Star-Fähigkeit oder schwache Fuß hat? Also ich persönlich, ich nicht. Wir können jetzt darüber reden, dass wir quasi hier schon 83er und 84er Upgrades haben und der jetzt eine 86er Karte hat. Aber to be honest, also jetzt ernsthaft, was haben sie erwartet, die Leute? Ich meine, ein bisschen günstiger. Der Team of the Week ist halt jetzt auch in der 83x10er gefordert. Dadurch wird die SBC nicht günstiger. Wir können Finisher draufpacken, Dribbling auf 96 Balance und 99 Agility machen und vor allem 99 Dribbling und Schießen boosten. Ich würde, je nachdem, wo ihr ihn spielt oder je nachdem, wie euer Spielstil ist, um es mal so zu formulieren, würde ich ihn tatsächlich dann mit dem Dead Eye versorgen und ihn da draufpacken und dann einfach gucken, dass es läuft. Aber grundsätzlich bleibe ich dabei, dass eine SBC, die lang genug da ist, 45.000 Münzen innerhalb von 2 Wochen auszugeben, das ist machbar. Also es ist am Ende des Tages gerade eine Collector-SBC, wo man einfach sagt, okay, den hole ich mir im Laufe dieser 2 Wochen eh irgendwann sozusagen, weil seien wir ehrlich, okay, wir haben jetzt, wait, waren es nicht 2 Segmente? Wir haben, wait,
Wait a minute. Warum hat Footbin hier nur ein Segment? Jetzt bin ich aber ganz selbst irritiert. Kloibert, aha. Okay, bei Footbin wird es falsch angezeigt. Das ist natürlich weird. Also, was ich sagen will, der eine Squad, ein 83er Grader Squad. Wir haben jetzt eben gerade zweimal 83er Grader Squad abgegeben und sogar zwei Team of the Weeks. Und der andere ist ein 84er mit dem Team of the Week. Die sind realistisch. Realistisch zu machen, die beiden SBCs innerhalb von 2 Wochen. Also überhaupt gar kein Problem, das Ganze ready zu machen. Ja, und dann sehen wir schon, in Bezug auf Evolution natürlich einige Kandidaten, die hier reinpassen. Wir haben Alaba, wir haben Goretzka, wir haben Nkunku, Renato Sanchez erscheint auch wieder mit drin, Van Dijk anscheinend auch. Oder warum auch immer er mit dabei ist, wir gehen mal kurz drauf. Und zwar die Rare Defender Upgrade heißt es dann im Englischen. Also wie gesagt, 150.000 Münzen kostet das Ganze. Und da ist Meat wieder mit dabei. Bronze ist mit dabei beispielsweise. Joao Cancelo, egal welche Version. Gündogan ist mit dabei. Nkunku ist tatsächlich auch mit dabei. Cancelo. Also wir sehen Big Names, ganz, ganz große Namen mit dabei. Falls ihr da also Interesse habt an einem separaten Video, wo wir die alle mal durchgehen und sag ich mal eine Top 5, Top 10 daraus entwickeln, dann lasst mir das gerne wissen. Wird aber heute, wie gesagt, das Video sprengen, denn wir wollen jetzt heute und zwar auf die 83er Packs noch eingehen. Also let's go und reiner. So Freunde, und da war das erste Pack aus der Community, 83er Pack. Kann es gönnen? Frankreich, IV. Wait, what? Koundé als Besten. Der Schlucker ist immer noch da. Let's go. Wahnsinn. Wer ist hinter? Kommt Team of the Week versteckt oder whatever? Oh mein Gott. Oh mein Gott. So, Freunde, kommen wir zu Pack Nummer 2 aus der Community. Let's go. 83er, wir wollen die Special Card sehen. Oh mein Gott. Wait, what? Komm, lass ein Team of the Week hinter sein. Endler, okay, gutes Rating schon mal. Gutes Rating. Und, geht das auch so weiter? Zumindest kein Duplikat. Ja, aber dann 84 und die ganzen 83er. Auch schon bessere. Das nächste Pack und es gönnt. Ja, nein, wait, what? Doppel-Workout? Ich sehe es jetzt gerade hier vom Flares her nicht. Doch, es ist Kroos. Es ist der Inform. Ich dachte schon, es wird mir über farbmäßig was falsch angezeigt. Es ist der Doppel-Workout von Rena und Kroos. Und sogar Pereiro noch als Workout mit drin. Damit können wir auf jeden Fall arbeiten. Meine Güte, damit können wir auf jeden Fall arbeiten. So, Freunde, und da ist das letzte 83er-Pack für heute. Und da ist er. Da ist er. Mittelstürmer Chelsea, wait, what? Ah, erstmal ist Nkunku für die Evo-Geschichte und dann haben wir Brunes, den Cousin von Haaland. Freunde, gestern die Promo-Icon gezogen und unter anderem solche Spieler, Dynastie-Spieler natürlich, die Normal-Promo-Karten und hier jetzt im ersten oder im letzten 83er-Pack, auch wenn es nicht der teuerste ist, ihn am Start mit Nkunku und Cook AG. Das ist doch ein wunderbares Ende, Freunde. Und ich würde sagen, ja, ich kümmere mich jetzt um einen Schluck auf. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Lasst gerne Liebe da. Wahrscheinlich hat es euch besser gefallen, weil, ja, keine Ahnung, weil ich keinen richtigen Satz rausbekommen habe. Ich freue mich, dass ihr morgen wieder mit dabei seid. Also morgen wieder Doppel-Upload. Schaltet ein und euch jetzt auch einen spannenden Abend. Mehr bleibt mir nicht zu sagen. Haut da rein, bis zum nächsten Mal. Euer Flo von Archie Gaming. Ciao, Leute.